der Bastelzeit und heute werfen wir mal wieder einen Blick auf ein bisschen Industriezeug. Fragt mich nicht, wo es herkommt, aber ich bin hier gerade die Schränke am Durchgehen. Ihr seht, ich bin immer noch auf meiner Ersatzwerkbank. Ja, ich bin hier am Umbauen. Deswegen, ja, gucken wir heute mal auf das hier. What the heck ist das? Ja, es ist auf jeden Fall ein Einbaumessinstrument. So viel können wir schon mal sehen. Die werden normalerweise in Schaltschränken untergebracht. Und hier steht irgendwas von M-Bar, also dürfte das Druck sein. Ansonsten drei LEDs, 4-7 Segmentanzeigen, Stopp, Set, Start, Pfeil runter und Pfeil hoch mit dem Text Aerate. Aerate. Ich würde mal spontan tippen, das heißt irgendwo Luft reinlassen. Es gibt Aerifizieren laut Wikipedia im Gartenbau, um Luft in den Boden einer Rasenfläche zu bekommen. Das wird hier nicht der Fall sein. Hier wird wohl irgendwas anderes mit Druck versorgt oder Druck reingelassen. Ja, mal gucken. Die Seiten, nicht viel zu sehen. Wir haben hier diese Aussparungen. Ich glaube, normalerweise sitzt da irgendwie ein Clip oder so drauf, der das Ding hier flach drin hält, sodass hier wirklich die Gehäusewand ist. Und man von außen nur noch das Bedienteil sieht und der Rest alles drin ist. Auf der Rückseite, da haben wir dann ein paar Sachen. Zum einen, wir haben hier das Ding, das ist anscheinend ein Lufteinlass. Kommen wir gleich nochmal zu. Wir haben ein Typenschild, nämlich Tyracont. Ich hatte mal geguckt, die Firma gibt es noch. Ist eine deutsche Firma, die stellt Sachen hier für Vakuumtechnik. Vakuumdruck, das klingt richtig. Wir haben die Angabe VD7B, dürfte die Typennummer sein. Es gibt aktuell eine Serie VD8. Das sind Kompakt-Vakuummeter, Datalogger, solche Sachen. Ich habe eine VD7H gefunden. VD7H ist ein Druckmessumformer. Ja, klingt relativ gut. Also ich glaube auch, dass das Ding hier Druck macht und es formt definitiv was um. Klingt ungefähr nach dem, was wir hier vor der Nase haben. Nächste Zeile, 230 Volt, 50 Hertz. Praktisch, dafür habe ich hier sogar einen Anschluss, nennt sich Steckdose. SI-Doppelpunkt 0,16 Ampere-FF. Dürfte Sicherung sein, 160 mA und FF ist flink-flink, fast-flink, was auch immer. Extra flink. Ja, die Typennummer oder Seriennummer. Und ja, hier drunter ist leider das Ding ein bisschen kaputt. Das Schildchen, was offensichtlich, das ist hier schief abgeschnitten. Das hat anscheinend jemand tatsächlich per Hand ausgeschnitten und aufgeklebt damals. Was wir noch erkennen können, hier ist Power. R0, R1 dürften Relais sein. Und dann, ja, hier können wir leider nicht mehr so ganz erkennen, was das alles ist. GRNA. Ja, doof. Gucken wir uns hier den noch an. Wir haben hier einmal das Ding, wo der Schlauch normalerweise drauf kommt. Und wenn wir reingucken, dann sehen wir was ganz Tolles. Ich weiß nicht, ob es hier rüberkommt. Da ist so ein, ja, gute Frage. Wie heißt das? Sintert oder so? Das sind quasi zusammengebatschte Metallkugeln, die zusammengebacken sind. Aber die sind so gebacken, dass da immer noch ein bisschen Luft dazwischen ist. Und dadurch kann Luft rein und raus. Und das Ganze agiert wie ein Filter. Habe ich schon bei ein paar Sachen gesehen, sieht sehr interessant aus und ja, dürfte auf jeden Fall das Ding hier ein bisschen schützen. So, normalerweise sagt man ja, don't turn it on, take it apart, aber schalten wir das Ding erstmal ein. Gucken wir mal, ob es so interessant aussieht, wie es ja jetzt klingt. Theoretisch, wir haben ja hier den normalen Luftdruck, mit etwas Glück kann er den anzeigen. Ist zwar etwas über Vakuum, aber ich gehe mal davon aus, wenn hier so ein Controller läuft und wir sogar belüften können, dass man das auch bis auf Raumdruck belüften kann. Das heißt, den sollte er wahrscheinlich dann auch anzeigen. Ne, irgendwas wird er auf jeden Fall tun, hoffe ich. Das heißt, ich gucke mal, ob ich irgendwas habe, um hier an die Klemmen ranzukommen. Und ja, dann gucken wir mal weiter, ob wir da eine Ausgabe bekommen. Und damit haben wir diesen wunderschönen Aufbau, der relativ gut demonstriert, what not to do. Nochmal der übliche Hinweis, das hier sind 230 Volt, das hier ist eine speziell abgesicherte Stromversorgung. Das Ding hängt nicht einfach an der Steckdose und entsprechend solltet ihr das hier, wenn ihr nicht wisst, was er tut, zu Hause mit Sicherheit nicht nachmachen. Wenn ihr sowas tun wollt, guckt bitte, zumindest wenn gerade keine Pandemie herrscht, ob ihr nicht jemanden findet, der sich damit auskennt und euch da unterstützen kann, sodass man eventuell das zusammen machen kann oder ähnliches. Sodass jemand, der grob weiß, was er tut, einen Blick drauf hält, was ihr da vorhabt und euch entsprechend vor Dummheiten bewahrt. Zum Beispiel vor dem, was ich hier tue. Denn Stromschläge mögen zwar spannend sein, aber sie sind nicht gut für Lebenserwartung. Und ja, Überleben ist irgendwie gerade so in. Gut,
Machen wir das mal hier dran. Und gucken wir mal, ob wir den irgendwie hochkant bekommen. Können wir das hier so drunter legen? Ja. Okay, so sehen wir das Ding. Wir können den Strom jetzt hier kontrolliert anmachen und... Hey, Licht! A11. Wow. Okay, wir haben ein A11 gesehen. Das könnte irgendein Release sein von der Software. Und jetzt zeigt er 999 mbar. Wenn wir jetzt mal kurz überlegen, ich glaube, so der Standarddruck auf der Erde sind ungefähr 1 bar, also 1000 Millibar. Das heißt also, ja, plus minus ein bisschen Wetterluftdruck könnte hinkommen. So, jetzt können wir mal gucken, kann ich hier irgendwas machen? Nee, das interessiert ihn nicht. Ich glaube, ich muss tatsächlich mal gerade gucken, ob ich einen Schlauch habe, ob wir da ein bisschen Unterdruck hinkriegen. Okay, Schlauch ist dran. Das hier ist leider ein Druckschlauch. Ich habe keinen anderen gefunden, aber gucken wir mal, ob wir damit irgendwie etwas hinkriegen, was als Druckunterschied gewertet wird. Ich meine, Millibar kann recht klein sein. Gucken wir mal und... Ja, ich glaube, hier sind eindeutig und wenn wir mal in die andere Richtung drehen, ja, wir kriegen also positiven und negativen Druck. Das Ding misst also Druck. Gut, was haben wir denn sonst noch? Wir haben hier einen Pfeil nach oben, wenn wir jetzt auf Stopp gehen. Tut nichts. Okay, können wir was anderes machen? Air Rate? Nein, Set. Ah, Set ist auf 439 Millibar, da können wir es einsetzen. H54. I have no idea what I'm doing. Start. Ah. Wir haben Relais gehört. Hier unten leuchtet jetzt auch noch eine Lampe. Und jetzt ist er in die andere Richtung. Das heißt, ich gehe davon aus, er möchte jetzt weniger. Jetzt passt mal auf, wir kamen noch bis auf 600 hier. Set. Irgendwie 650 oder sowas. Das klingt nach erreichbar. Und dann gucken wir einfach mal, was er mit den Lampen macht. Ich gehe mal davon aus, der geht dann irgendwie so hin und her. Je nachdem, ob wir treffen oder nicht. Set. Ja, was auch immer das ist. Start. Dann beobachten wir das mal. Okay, bleibt an. Wir gehen runter, wir gehen runter, wir gehen runter. Und jetzt sehen wir, die Lampe geht aus. Interessanterweise geht sie tatsächlich nur aus. Ich hätte jetzt gedacht, er würde jetzt versuchen, gegenzusteuern, dass er irgendwie... Sagt, okay, wir sind drunter, jetzt machen wir die andere Richtung an, aber das scheint er nicht zu tun. Aber, okay, gut, wird bestimmt irgendwie Sinn machen, was das Ding hier steuert. Also, und was den Stromverbrauch angeht, hier so zieht das Ding mal eben 4 Watt. Okay, machen wir mal an. Relais ist umgeschaltet und jetzt sind 4,5 bis 5 Watt. Also stromsparend ist das Ding hier auf jeden Fall nicht, dürfte aber mit Sicherheit auch schon ein paar Jährchen auf dem Buckel haben. Aber für uns ohnehin interessanter, was steckt denn da drin? Also machen wir das Ding hier mal dezent auseinander und achten darauf, was wir denn so haben. Moment. Ja, hinten gibt es 4 Schrauben oder ich schätze es gab mal 4, hier sind nur noch 2 drin. Keine Ahnung, ob ich da dran war oder jemand anders, aber... Nichts, was wir nicht in den Griff bekommen können. Und, was versteckt sich hier drunter? Kriegen wir es überhaupt ab? Ja, wir kriegen es ab. Ui. Direkt ein Sensor. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Und jede Menge Zeugs. Gucken wir mal, ob wir das hier rausgeangelt bekommen. Denn dann können wir mit Sicherheit mehr sehen. Und hier, perfekt. Hier gibt es einen Stecker. Da können wir... diesen Sensor abziehen und haben dann den Hinterteil separat. Das ist natürlich super für Wartung und ich würde mich sogar... Ach so. Wenn ich jetzt hier knackt vorne das Plastik. Ich wollte sagen, ich würde mich sogar dazu hinreißen lassen, dass ich wahrscheinlich hier diese beiden Karten rausziehen lassen. Leider scheint es da aber auch mit der Wartungsfreundlichkeit aufzuhören, denn da unten sind Schrauben und ich sehe keinen Stecker. Also ich glaube nicht, dass ich die beiden Platinen hier einfach so rausziehen kann. Klingt so, als ob wir die Schrauben irgendwie da unten rausangeln müssen. Bei der geht es noch. Hier ist aber auch noch eine und die wird dann schon schwerer. Na, mal gucken. Okay, wo auch immer die Schrauben reingehen, das verbiegt eher hier diesen Lügenstift, als dass sie sich bewegen. What the heck? Meh. Manchmal kommt es dann halt doch auf die Größe an, oder? Machen wir es so.
Na, war ja klar, der ist natürlich zu groß. Ah! Wartungsfreundlich geht anders. Die bewegt sich keinen Millimeter. Dann opfern wir wohl doch mal hier die Front, machen den Kleber weg und hoffen, dass sich da irgendwas drunter verbirgt. Denn, ja, viel mehr Ideen habe ich. Naja, da sind Schrauben. Klasse. Viel mehr Ideen habe ich da leider nicht. Geht. So sieht das also von innen aus. Was genau hält den jetzt drin? Dann halt nach vorne raus. Geht auch. Okay, es ist tatsächlich komplett gelötet. Oben und unten. Schade. Und die Schrauben sind nur Abstandshalter. Ja. Okay, gut. Nehmen wir mal so zur Kenntnis. Das ist jetzt natürlich wieder ein bisschen unschön, dass da keine Stecker dran sind. Das heißt nämlich, dass es ein bisschen komplizierter wird, hier alles sehen zu können. Aber na, ich gebe mal mein Bestes. Okay, ich habe das Netzteilboard abgemacht. Das andere lasse ich mal dran. Das blockiert ja nicht. Wir können ja alles sehen. Ja, und ich würde mal sagen, die hier gucken wir uns dann gleich wie üblich am PC an, was wir denn da so haben. Und hier machen wir gerade noch den Sensor ab, sodass wir mal gucken können, wie denn das aufgebaut ist. Denn, naja, das hier ist definitiv ein Sensor. Der sitzt doch auf einem Sockel drauf. Aber wie kommt der Druck dann da rein? Okay, also wenn wir mal hier schauen, wir haben hier oben diese Kanne, das ist der eigentliche Sensor. Das ist KPY43A. Eieiei, da ist einiges noch dabei. Hier oben sitzt der Sensor drin in der Kanne und der muss ja den Druck bekommen und dafür ist die Röhre in der Mitte, die hier durchgeht. Und die geht in das Plastikding, was außen ist, dann... Du bleibst hier. Dann hier rein. Wir sehen hier noch ein bisschen Dichtmasse. Ne, es ist sogar... Ist das ein O-Ring? Ja, ich glaube, das ist tatsächlich eine richtige Dichtung. Und die hält das dann hier so zusammen. Und was wir hier noch haben, hier ist an die Seite von dem Sensor eine... Ich glaube, es ist eine Diode dran geklebt. Ich gehe davon aus, die nutzt man, um die Temperatur von der Kanne hier zu messen, um da ein bisschen Temperaturausgleich zu machen, weil die Messwerte sind wahrscheinlich ein bisschen temperaturabhängig. Wenn wir die Temperatur kennen, können wir das halt mathematisch dann rausrechnen und so genauere Ergebnisse bekommen. Okay, doch etwas mehr, als ich gedacht hätte hier hinten. Ich hätte gedacht, ja klar, so eine Kanne als Sensor, aber Temperatur kompensiert, manuell mit einer externen Diode. Das habe ich so noch nicht groß gesehen. Und ich habe mir gerade noch das Datenblatt für den Sensor hier rausgesucht. Und das Logo kam mir schon so ein bisschen bekannt vor. Das ist tatsächlich Siemens, ein altes Logo von denen. Und dieser KPY43A, das ist ein Silicon Piezo-Resistive Relative Pressure Sensor. Also es ist ein Drucksensor, das war ja schon zu erwarten. Und das Ganze auf Piezo-Basis. Das ist so, ja, kennt ihr vielleicht von den Piezo-Lautsprechern oder Piepern. Das ist im Prinzip, ich glaube, ein Mineral müsste das sein. Und wenn man da Strom drauf gibt, dann verformt es sich. Das geht halt auch in die andere Richtung. Hier, wenn wir Druck drauf geben oder es verformen, gibt es Strom raus. Und das ist das, was hier drüber abgegeben wird. Dann wahrscheinlich hier über das Kabel relativ flott, will ich jedenfalls hoffen, in den Verstärker reinläuft. Der 43 geht dabei von 0 Bar bis 1,6 Bar, wenn ich das richtig sehe. Was mich aber ein bisschen wundert, hier die Kanne hat einen Temperatursensor integriert. Also entweder war der nicht genau genug oder was vielleicht auch sein könnte, dass man vielleicht außen die Diode als Heizung benutzt, um das Ding hier auf eine Temperatur zu bringen. Auch eine Idee. Na gut, gucken wir mal weiter. Erstmal gerade einen groben Überblick hier über die Boards, was wir denn da so haben. Wir haben hier unsere Netzteilsektion, wir haben die Relais, klar, soweit. Nicht viel zu sehen auf den ersten Blick. Chips gucken wir uns wie gesagt gleich an. Das Logikboard, hier ist definitiv ein Firmware drauf. 92, klingt nach 1992. Ja, beim Rest, so auf den ersten Blick, sehr viele Sachen, die man eigentlich hier so nicht so schnell sieht. Aber wie gesagt, da gucken wir gleich dann drauf. Ansonsten sieht alles okay aus. Und die Vorderseite, die Front, da sehen wir ein bisschen, wo getrickst wurde. Wir haben hier vorne nämlich
ganz normale Taster und da hat man einfach hier so ein, ja, diese Pinöppel, die man eigentlich so als Bumperschutz, also als Gegenschlagschutz benutzt, die hat man da einfach draufgeklebt, wirklich per Hand, wie es aussieht, um irgendwie das Ding hinzukriegen, um dafür zu sorgen, dass die weiter nach vorne gehen. Was mir auch auffällt, hier ist anscheinend ein bisschen Kleber weggelaufen mal. Also da hat wirklich jemand Handarbeit gemacht. Und ja, die Transistoren haben wohl nicht mehr so ganz gepasst. Die hat man einfach zur Seite gebogen, dass das da alles irgendwie vorne unter die Frontblende passt. Okay. Okay, dann fangen wir mal mit der Netzteilplatine an und gucken mal grob, was wir haben. Also außer den offensichtlichen Sachen. Wir kommen hier ungefähr rein, haben dann hier entsprechend eine Sicherung. Hier vorne ein paar große Kondensatoren, die sind von Philips und hier im Schatten verbirgt sich noch eine Common Mode Choke, also ein Gleichtaktfilter. Das Ganze geht dann auf diesen großen Trafo hier und wenn wir mal von der Seite gucken, dann sehen wir das nochmal recht schön mit der Sicherung, sehr großer Halter, ja, die Gleichtaktdrossel und hier der Trafo. Spitznagel heißt das Ganze, die Firma, die dahinter steckt. Eingang 230 Volt und zwei Ausgänge, einmal mit 9 Volt und einmal mit 18 Volt, würde ich sagen, heißt das. Ist leider ein bisschen verschmierter Druck, aber ja, passt. Das Ganze hat dann auch eine Thermosicherung drin, 128 Grad, also hier nochmal abgesichert. Was mich ein bisschen verwundert, wir haben zwar schöne Zeichen hier, die auch alle interessant sind, aber kein CE, kein VDE. Okay, bisschen verwunderlich, aber passt schon. So, jetzt wissen wir schon, es gibt zwei Ausgänge. Überraschung, wir haben dann auch hier zwei Gleichrichter. Und dann schauen wir mal hier hinten uns den Bereich an. Wir sehen eine Spule, wir sehen hier irgendein Gerät, wir sehen Kondensatoren. Was könnte das wohl sein mit einer Spule dazwischen? Richtig, wenn wir das mal hier den Kühlkörper rausoperieren, dann finden wir den L4960. 2,5 Ampere Schaltregler und hier ist es nicht gut zu erkennen, aber das Ding hat ein paar Pins mehr, das ist also kein T220, sondern ich glaube Powerpack oder so hießen die. Da sind also ein paar mehr Anschlüsse am Ende dran. Das Rote im Übrigen, was wir hier sehen, natürlich auch ein Kondensator, aber yep, original Wiemer, also definitiv Markenware, die sind auch relativ teuer. Allerdings gibt es auch ein paar Sachen an der Stelle, die nicht so dolle sind. Zum einen, wenn wir hier gucken, hier ist so ein halb abgeschnittenes Beinchen unten drunter. Wenn wir hier gucken, also der Abstand zwischen Trace und Bordkante, der ist überschaubar groß. Und an ein paar Stellen, da ist dann teilweise auch schon das ein bisschen am Wegfleddern. Also das hätte gerne mehr sein können. Aber hey, es funktioniert noch, von daher passt schon. Die Kondensatoren, die wir gesehen haben im Übrigen hier, die sind auch Markenware. Jamicon, wie auch immer man das ausspricht, die schwarzen. Und der große ist ein Philips. Und danach zu urteilen, dass das Ding immer noch funktioniert. Boah, ich glaube, dass die Qualität offensichtlich passt. In der Ecke hier, da verbirgt sich ein 74LS374. Das ist ein achtfacher Flipflop. Also wirklich nur einfache Logik, keine Steuerung oder ähnliches. Bisschen weiter rüber findet man dann den hier. Das ist dann jetzt aber diesmal kein Schaltregler, das ist ein Linearregler. Wir gucken, das ist der LM2940CT. Untere Zeile 5,0, ja, klingt nach 5 Volt. Könnte hinkommen, 5 Volt Logik ist ja doch hier ein bisschen zu erwarten. Dann haben wir hier noch ein bisschen Transistor-Fu, alles Bipolar-Transistoren, die größeren konnte ich lesen, das ist ein BD138, klein nicht zu erkennen, aber gut, das wird nichts Besonderes sein. Wir haben hier zwei Trimmer, 10K und die sehen auch qualitativ eher gut aus und die dürften zudem daneben gehören, das ist ein LM124, vierfach Op-Amp, der dürfte also so ein bisschen Dinge steuern. Wenn wir dann nach unten gehen, haben wir hier die Relais, die sind von Feme. Habe ich ehrlich gesagt noch nicht gehört, aber in China werden Fälschungen hergestellt, also offensichtlich scheinen sie einen gewissen Wert zu haben und einen gewissen Ruf. Die schalten dann natürlich unsere beiden Ausgänge, die wir hier entsprechend hatten. Und ja, dazu findet man natürlich dann auch hier die passenden Freilaufdioden und so weiter. Einen haben wir noch vergessen, der versteckt sich hier im Dunkeln. Was haben wir denn da? Das ist ein 76605S und ich habe gerade mal nachgeguckt, das ist ein Voltage-Converter.
Grob gesagt, man gibt eine Spannung rein und dieselbe Spannung kommt dann auch wieder raus, aber negativ. Das heißt, wenn wir, was weiß ich, 12 Volt reingeben, kommen minus 12 Volt raus. Das macht dann natürlich auch Sinn. Wir haben hier ja Op-Amps gehabt. Da braucht man dann durchaus auch eine andere Spannung für, die dann negativ ist. Ja, da kommt das also her. Auf der Unterseite nicht viel zu sehen, sieht alles recht aufgeräumt aus. Wir haben einen Botch hier oben, da muss anscheinend mal ein bisschen was entkoppelt werden. Da hat man noch einen Kondensator dran gelötet, ansonsten nichts zu sehen. Ein bisschen auffällig vielleicht noch, wenn wir mal hier hinten auf die Seite gucken, wo das mit dem anderen Board verlötet ist. Das Board ist nicht gerade, sondern es hat hier solche Ausfräsungen. Und die sind nicht umsonst da, wenn wir nämlich mal das Board und das Board, wo es drauf gelötet war, nebeneinander legen. Naja, diese Notches hier, die mal vergleichen, ja, die sitzen halt da, wo andere Komponenten auf dem anderen Board sind, um dafür zu sorgen, dass die Lötstellen dann irgendwo anecken von diesem Board hier, hat man aus dem anderen Board ein bisschen was rausgefräst, um sicherzugehen, dass da genügend Platz ist. Okay, ist auch eine Idee. Weiter geht's mit dem Bedienboard und nicht viel drauf, wir haben halt unsere Taster, unsere LEDs und ja, nicht viel mehr. Wir haben zwei ICs, das sind beides dieselben und beides alte Bekannte, 74LS374. Das waren diese 8-fach Flipflops. Ich denke, wir können relativ sicher davon ausgehen, dass man damit irgendeine Art von Multiplexing gebaut hat. Dann haben wir hier doch sehr viel, vor allen Dingen noch mit der 7-Segment-Anzeige. Dazu gibt es dann hier noch ein paar Transistoren, C557B, das ist ein PNP-Transistor. Ich gehe mal davon aus, dass hier dann auch NPN dabei sind aus einer ähnlichen Serie. Alles eher Standardbauelemente, die man hier verwendet hat und jo, eher simple Technik. Etwas komplexer wird es dann, wenn wir auf das Steuerboard rübergehen. Und da musste ich teilweise etwas suchen. Das Ding hier hat sehr viele Ebenen, wo wir uns Dinge angucken können, aber ich glaube, wir fangen erstmal an, damit die Hersteller hier zu identifizieren. Denn wir haben doch schon ein ziemliches Konvolut hier bekommen. Fangen wir mal hier unten in der Ecke an, da haben wir Maxim, die kennen wir, denke ich, noch. Philips, okay, auch soweit klar. ST Micro, hier zwei Stück, kennt man heute auch noch. Dann haben wir hier noch zwei von Motorola, oben links einer von Microchip. Und dann, what the? Hyundai? Stellen die nicht Autos her? Ja, tun sie inzwischen. Damals gab es aber auch Hyundai Electronics und die haben Speicher hergestellt. Die gibt es heute noch, die heißen nur nicht mehr so. Das ist heute nämlich Hynix oder Hynix, so wie es heißt. Die sind immer noch weltweit einer der größten Speicherhersteller. Also, ja, Baujahr 92, da war der Name wohl noch nicht geändert. Dann haben wir hier oben einen Hersteller, den kennt man heute eventuell nicht mehr so. Das ist Teledyne. Deren Chipsparte gehört heute, soweit ich gefunden habe, zu Microchip. Hier unten das ist vermutlich Thomson gewesen. Die haben jedenfalls ein Logo gehabt, was so ähnlich aussieht. Ich gehe mal einfach davon aus, dass es einfach nur schlecht gedruckt ist. Thomson ist dann später wohl zu Atmel rübergegangen und Atmel kennt man mit Sicherheit. ATmega und Co., das sind die Chips, die auf Arduinos zum Einsatz kommen, gehören heute auch zu Microchip. Bleibt noch ein Hersteller, nämlich den hier, und da musste ich auch erstmal ein bisschen suchen. Ich wusste, dass ich das Logo kenne, aber ich habe es erstmal nicht gefunden. Das Ganze ist vom Hersteller Rockwell. Auch die inzwischen mit neuem Namen unterwegs, und zwar ist das Conaxant. Die könnte man eventuell kennen, die waren sehr lange auf TV-Karten und so stark vertreten. Inzwischen weiß ich nicht, ob sie noch groß was machen, was so im Endkundenbereich ist. Haben sich relativ stark spezialisiert auf Videobearbeitung, auf Audio-Zeugs und da findet man die doch häufiger. Ja, Hersteller geklärt, dann können wir, denke ich, weitergehen. Was haben wir denn überhaupt? Das hier ist, denke ich, relativ klar, auch wenn ich jetzt Hersteller und Typ nicht geguckt habe. Das ist natürlich ein ROM und hier unter dem Aufkleber, da ist so ein Sichtfenster drin und da kann man dann UV drauf schießen und dann ist das Ding wieder leer und dann kann man es neu programmieren. Yay! Das hier dürfte ein Prozessor sein, insbesondere weil so ein 4 MHz Quarz direkt daneben ist. Ansonsten, ja, mal gucken, Hyundai, Speicher, däh. Aber gut, gehen wir gerade mal durch. Ich fange einfach mal mit den kleinen ICs an, weil die sind relativ schnell zu erledigen. Fangen wir unten an, Maxim Max 1232, das ist ein Mikroprozessor-Monitor. Heutzutage vergleichbar mit Brownout Detection und ja, eventuell so ein bisschen Watchdog.
Sorgt also hauptsächlich dafür, dass beim Einschalten, wenn die Spannung nur langsam steigt, die CPU in Reset gehalten wird, bis das wir eine vernünftige Betriebsspannung haben. Und genauso, dass wenn die Spannung irgendwie zwischendrin mal absackt, dass der Controller resettet wird. Und wenn der Controller irgendwie sich aufhängt, dass auch da ein Reset gesendet wird und jeweils das Ding wieder in Funktion gesetzt wird. Heute kaum noch zu finden, weil ist in den meisten aktuellen CPUs halt integriert. Nee. Nächster, Philips 74HCT14N. 14N ist ein Hex-Inverting-Schmidt-Trigger. Nicht viel zu sagen, halt ein Logik-Gate. Ebenfalls ein Logik-Gate ist der hier, der 74LS51. Und, ja, das ist ein 2-Input-AND-OR-Invert-Gate. Fragt mich nicht, ob da irgendwie ein Designer auf der Tastatur ausgerutscht ist oder ob das irgendwas ist, was man häufiger braucht. Es sind jedenfalls mehrere AND-Gates mit jeweils 3 Eingängen. Davon gehen jeweils 2 AND-Gates auf ein OR-Gate und das geht dann zum Ausgang mit einem NOR dahinter. Ja. Gut. Wird bestimmt irgendwie Sinn machen. Etwas mehr Sinn macht dann der hier, 138 ist das. Das ist ein 3-to-8-Decoder. Wir haben 3 Linien als Eingang, die dann quasi binär einen Wert anliefern. Und wir haben 8 Pins am Ausgang, die dann je nachdem, was wir am Eingang gerade für eine Kombination haben, der jeweilige Ausgang geschaltet wird. Nächster hier oben, das ist der 93C46 irgendwas. Ist ein EEPROM, also ein elektronisch wiederbeschreibbares ROM. Im Gegensatz zu dem hier, was man halt nicht einfach mal so wieder löschen kann. Dürfte wahrscheinlich benutzt werden für Settings, also alles, was man an Einstellungen macht, landet wahrscheinlich da drin. Wenn ich das richtig sehe, ist das 128 Byte. Ich denke 128 Byte, wenn ich jetzt gerade richtig sehe. Springen wir ein bisschen hier hinten rüber, LM124J, ja, können wir uns schon denken grob, LM steht am Anfang. Das hier ist ein Quad-Op-Amp, Low-Power und so weiter, also ein bisschen Verstärkung oder sowas. Hier unten haben wir den HCF4052BE. Das ist ein differenzieller 4-Kanal-Analog-Multiplexer. Im Prinzip also ja, ein Schalter, um zwischen 4 Analog-Eingängen zu wählen und die werden dann auf einen Ausgang gesetzt. Das hat man früher gerne gemacht, weil man hatte meistens nur beschränkt ADC-Eingänge und ja, so konnte man dann einen ADC benutzen, die relativ teuer waren und dann verschiedene Eingänge damit steuern. So. Kommen wir mal zu den großen rübern. Erstmal den Hyundai. Das hatte mir ja schon relativ sicher gesagt, dass das Speicher ist. Ja, ist es. Das ist ein CMOS SRAM. 2 Kilobyte, wenn ich das richtig sehe. Was für damalige Verhältnisse, glaube ich, sogar relativ groß war. Würde ich jetzt nur spontan sagen. Na gut, weiter geht's. Hier unten der. Und es ist tatsächlich Thomson. Und da gehen bei mir jede Menge Fragezeichen auf. Zum einen, naja, wir hatten hier mal, wenn wir mal gucken, 1991, 1994, 1992 und der hier 1986. Der ist also schon ein bisschen älter und ja, das ist ein 68er Serie Mikrocontroller, der eigentlich von Motorola meistens kommt, aber hier dann halt mal von Thomson. Ist ein 8-Bit Mikrocontroller und der läuft oder kann laufen mit sagenhaften 1 Megahertz. Okay. Wundert mich jetzt gerade, weil wir 4 Megahertz daneben haben. Die den übertaktet oder was. Aber laut Datenblatt, soweit ich das sehe, 1 Megahertz. Gut, die 68er Serie, die kennt man, wie gesagt. Das ist eine relativ bekannte Serie. Hat jetzt im Vergleich zu aktuellen Mikrocontroller natürlich so gar nichts an Funktionen. Die müssen alle dran flanschen. Und ja, zu diesem Dranflanschen kommen wir dann jetzt. Denn fangen wir mal hier oben mit dem an. Diesem wunderschönen Chip hier. Und kein Scherz, das hier ist der ADC. Dieser ganze Chip hier macht
im Prinzip nicht viel anderes wie der eine ADC-Pin, den ihr jetzt an eurem ESP habt. Oder die, ich glaube, es sind sogar 10 ADC-Pins, 8 ADC-Pins, die so ein AT-Mega hat. Ja, früher war das halt noch ein bisschen größer. Das hier ist ein 12-Bit-ADC. Der nimmt also analoge Spannungen entgegen, wandelt die in digital um und mit denen können wir dann weiterarbeiten. Gut. Fehlt noch einer, hier hinten der große. Und ja, ich sagte eben ja schon, die CPUs hier, die hatten nicht wirklich viel dabei. Und das hier ist so quasi zusammengefasst der Rest. Das ist ein Versatile Interface Adapter oder kurz VIA. Das sind im Prinzip so Sachen wie GPIO ist da drin. Es sind zwei 8-Bit-IO-Ports drin. Wir haben zwei Timer drin. Eine serielle Schnittstelle ist hier drin und das ist alles hier in dem einen Chip zusammengefasst. Das ist sozusagen ja, so die Außenkommunikation für den Prozessor, den wir unten haben. Also im Prinzip können wir sagen, der hier, der hier und eventuell ein paar von den anderen, den hier wahrscheinlich, können wir heutzutage durch einen Mikrocontroller ersetzen. Das ist alles integriert. Das hier auch noch. RAM ist integriert, Flash ist integriert. Nur viel bleibt da nicht mehr übrig. Und die Logik-Gates, meh, das kann man im Zweifelsfall auch in Software abbilden. Also, ja, ich glaube, bis auf den Konverter könnten wir das hier alles durch einen Chip ersetzen. Jedenfalls, wenn unsere GPIOs reichen. Ja, viel mehr ist nicht im Inneren zu sehen, also kümmern wir uns mal darum, dass das Ding wieder ans Stück kommt. Das heißt, erstmal die beiden Boards wieder zusammenlöten. Und das ist gar nicht so einfach. Die Lötstoppmaske, ich weiß nicht, was sie da verbaut haben, ist nicht so berauschend. Aber mit der Zeit geht es dann doch und ja, dann passt das Ganze natürlich wieder ins Gehäuse und wir haben zumindest mal wieder eine Box, die nicht in Einzelteile zerfällt. Und ja, es geht soweit wieder. Das Einzige, was der hier noch brauchen könnte, wäre wahrscheinlich hier vorne ein bisschen neuen Kleber auf dem Plastikding, was vorne die Frontblende da dekorativ ausstattet. Aber machen wir mal hier wieder Strom drauf und gucken, ob das jetzt wieder funktioniert. Und das sieht doch gut aus. Wir haben wieder dieselbe Anzeige, kriegen einen Druck. Und er ist heute sogar ein bisschen höher. Heute haben wir ein Hochdruckgebiet. Können wir starten. Ja. Scheint also alles wieder zu funktionieren. Okay, ich würde sagen, der kann damit wieder in den Schrank wandern. Wer weiß, vielleicht brauche ich irgendwann noch ein Druckmessgerät. Und ja, ist halt Industriezeug, hält irgendwie ewig. Und werde dann wahrscheinlich auch, wenn ich den nochmal ausgrabe, noch das tun, was es soll.